Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 14. März 2019 mit dem Video Tagesbotschaft links oder rechts. Wähle deine Tagesbotschaft. Aber bevor ich die Karten hier auslege oder mische, bitte ich dich, dass du dich voll und ganz auf den Tag einstimmst, auf deine Frage oder was dich gerade beschäftigt, darauf dich konzentrierst und natürlich auch in der Energie der Kristallschale eintauchst. Lass diesen hochschwingenden Klang in dir präsent werden, aufsteigen, damit du auch deine beiden Gehirnhälften wunderbar miteinander verbinden kannst, zur Ruhe kommen kannst und mit neue Kraft und Energie in den Tag starten kannst. Schließe dabei deine Augen. So, ich hoffe, du konntest entspannen und bist du bereit jetzt für die Legung. Konzentriere dich bitte. Und liebe Engel, ich bitte jetzt um drei Karten für die linke Seite, für meinen Zuschauer oder für meine Zuschauerin. Bitte um drei Karten für die Tagesbotschaft. So, Kabbala. So, und jetzt für die linke Seite, das solltet ihr ja natürlich auch nicht, ne, für die rechte Seite, das solltet ihr auch nicht sehen, welche Karten hier fallen. Mittlerweile kennt ihr euch wunderbar aus mit dem Bedeutung von Skatkarten. Ihr sollt auf euer Gefühl hören, auf eure Intuition, natürlich auf den ersten Impuls. So, das sind die Botschaften und wir schauen, was jetzt die letzte Karte ist. Heute geht es wieder mal um die Liebe. Also Liebe, die Erfüllung in der Liebe. Also das ist eine tolle Karte, also Herz 10 allgemein. Sehr positiv, die Wunscherfüllung, auch in anderen Fragen ist die Herz 10, also die absolute beste Karte überhaupt. Also das ist einfach eine tolle Energie heute. So, ich bitte dich, dass du dich jetzt entscheidest. Entscheide spontan für links oder rechts. Und wenn du dich noch nicht entschieden hast, halte einfach das Video an und ja, stimme dich voll und ganz darauf ein. Aber ich beginne jetzt mit der linken Seite. Also hier sind ganz, ganz viele Personenkarten. Hier ganz viele Personenkarten. Also es geht hier bei dir um einen Herzensmenschen. Um einen Herzensmenschen, wo du dieses liebevolle Gefühle hast vielleicht. Jemand auch, der eventuell noch vergeben ist und deswegen halt die Gefühle noch was zurückhält oder sich im Außen so reserviert zeigt. Also er hat noch Angstgefühle zu zeigen. Also soweit ich das hier sehen kann, da ist eine Verbindung zwischen jemand, der irgendwie noch vergeben ist. Da ist eine große Sympathie bei dir und bei dem Gegenüber, also auf jeden Fall da. Und das beschäftigt dich. Das ist jetzt deine linke Seite. Natürlich ziehe ich auch noch eine Karte aus meinem Kartendeck. So, und dann schauen wir die rechte Seite nochmal an, falls du dich hier entschieden hast. Für die Seite, also es geht hier auch um Beziehung und Liebe, bei dir um feste Partnerschaft und ums Vertrauen und um die Liebe.
und darüber ärgerst du dich. Entweder hast du in deine Partnerschaft oder in noch bestehende Beziehung, hast du Ärger oder hast du auch Kummer und Tränen und Unstimmigkeiten. Oder halt auch, du wünschst dir eine Partnerschaft und diesbezüglich fehlt es an Vertrauen, weil das irgendwie eine Blockade noch da ist bei euch. Und deswegen, also du fühlst dich auch unentschlossen, also zeigt sich die Unentschlossenheit, es zeigt sich auch der Zweifel bei dir und das wirkt sich natürlich auch wieder negativ auf diese Partnerschaft aus, durchaus. Und es ist wichtig, dass du hier dich auch mal positiv ausrichtest und halt diese Blockade loslässt. Also es gibt verschiedene Art und Weise, die Blockaden loszulassen. Also eine davon ist, also sehr effektiv, ist die Hypnose. Dann kannst du das auch von deinem Unterbewusstsein wunderbar loslassen. Da brauchst du auch nicht viel dafür zu tun. Das geschieht alles von ganz alleine. Und also falls du eine Hypnosesitzung buchen möchtest, also sehr gerne den Kontakt zu mir findest du über meine Webseite hier unter dem Video und natürlich über den Kontaktformular auch den Kontakt zu mir. Buche dir einen Termin, sichere dir einen Termin. So, und ich würde gerne jetzt für beide Seiten noch eine Karte ziehen aus dem Kartendeck Reka auf Wolke 7 und ich sortiere dabei auch diese Karten, eine tolle Kartenset, also ich zeige sie dir, das kannst du auch natürlich in meinem Shop bestellen, das ist eine ganz, ganz hochwertige, schöne Kartenset, also hochglänzend, schau mal, auch ganz groß, also die Größe von einer Postkarte hat das in einem wunderschönen Geschenkbox. Das kannst du auch bei mir bestellen. Also einmal eine Karte bitte für die linke Seite und eine für die rechte Seite. So. Also, falls du hier die linke Seite gewählt hast, ist für dich die Weisheit gekommen. Deine innere Weisheit wohnt in deiner Seele. Lausche auf deine innere Stimme und lebe bewusst deine liebevollen Werte. Betrachte dein Leben aus der Perspektive deiner Weisheit. Also, wenn du hier Gedanken machst über jemanden, der noch in einer Beziehung ist, dann lebe deine Weisheit, deine innere Stimme, was dir diese Stimme sagt und das wird für dich richtig sein und betrachte auch das Leben aus anderer Perspektive, sei weise. So, und wenn du jetzt diese rechte Seite gewählt hast, dann ist für dich der Engel der Akzeptanz. Alles, was in deinem Leben geschieht, hat einen tieferen Sinn. Nimm also alles so an, wie es kommt, so erlangst du tiefen inneren Frieden. Auch wenn hier bestimmte Unstimmigkeiten für dich da sind, das hat auch einen tieferen Sinn. Du wirst auch daran wachsen und dadurch gelangst du auch zu deinem inneren Frieden. Das war jetzt die Tagesbotschaft für dich. Also ich hoffe, das hat dir gefallen, du konntest das für dich annehmen. Wenn das der Fall war, freue ich mich über einen Like und natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke unter dem Video rechts unten auf den Button abonnieren und natürlich nochmal auf die Glocke, damit du auch direkt eine Nachricht bekommst, also ein E-Mail bekommst, wenn ich etwas hier Neues hochlade auf meinen Kanal, auf den Kanal Reka. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.